Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Clean With Me Video. Ich werde heute wieder unsere Wohnung aufräumen und putzen und wollte euch gerne wieder dabei mitnehmen. Heute wird es extrem warm, es ist jetzt schon extrem warm. Auf meinem Handy stehen für heute 36 Grad, ich bin gespannt. Wir wohnen ja im Dachgeschoss und ich denke, es wird hier heute ziemlich heiß und ich werde wieder meinen kleinen Mini-Ventilator anschmeißen müssen. Aber auf jeden Fall werde ich heute, ja, wie gesagt, aufräumen. Ich bin heute ziemlich motiviert und will das auf jeden Fall ausnutzen, auch wenn es mega warm draußen ist. Ich trage heute auch zum ersten Mal diese Frisur und ich weiß noch nicht, ob ich es mag eigentlich. Ich hasse meine Ohren. Deshalb bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich diese Frisur an mir mag, aber ich wollte es irgendwie mal ausprobieren. Deshalb habe ich mir die jetzt einfach so streng nach hinten gemacht und auch weil es bei dem Wetter einfach mit am angenehmsten ist und wenn ich jetzt aufräumen will, dann ist es ganz gut, wenn meine Haare mich dabei nicht nerven. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und ich lege los. Ich fange heute, glaube ich, wieder mit der Küche an, werde mir Musik anmachen und dann wird aufgeräumt und geputzt. Das ist heute auf jeden Fall wieder nötig. Wir haben gestern Abend wieder ein bisschen was stehen lassen in der Küche. Und dann würde ich sagen, let's go! Und zwar dachte ich, ich werde euch heute mal auch ein bisschen mit dem Mikrofon begleiten und euch so ein bisschen sagen, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich hier in der Küche erstmal angefangen, den Geschirrspüler auszuräumen. Der war nämlich noch sauber. Hier habe ich dann noch so ein paar Essensreste in so eine kleine alte Brottüte reingemacht, damit ich den Müll dann auch schnell runterbringen kann, weil gerade im Sommer mag ich das nicht, wenn man so für Essensreste so einen großen Müllbeutel nimmt, weil das dann einfach viel zu lange in der Wohnung bleibt. Als dann der Geschirrspüler auch wieder fertig eingeräumt war, habe ich dann als nächstes die Herdplatte ein bisschen sauber gemacht und alles, was da so ein bisschen drumherum noch war. Und danach habe ich dann auch das dreckige Geschirr abgewaschen, welches ich nicht in den Geschirrspüler mache, also zum Beispiel die Bratpfanne. Und dann ging es auch schon ans Waschbecken und zwar habe ich da erstmal so sämtliche Gegenstände noch weggeräumt, die da so im Weg standen und nicht hingehören, damit ich wirklich überall gut rankomme und alles schön sauber machen kann. Als erstes habe ich dann das Waschbecken mit so einem Entkalker eingesprüht und habe das Ganze dann auch erstmal eine Weile einwirken lassen und in der Zwischenzeit dann schon mal andere Sachen erledigt. Habe dann nämlich zum Beispiel im Badezimmer schon mal weitergemacht und dort auch alles so ein bisschen mit Entkalker eingesprüht, damit es da auch schon mal einwirken kann. In der Zeit, wo dann der Entkalker schon mal eingewirkt hat, habe ich dann auch angefangen, das Wohnzimmer aufzuräumen und habe da erstmal so sämtliche Gegenstände und Müll, Geschirr, Klamotten und alles Mögliche, was irgendwie nicht an seinem Platz war, schon mal weggeräumt. Thank you.
Hier habe ich dann noch angefangen, auch unsere saubere Wäsche schon mal vom Wäscheständer zu nehmen und habe die erstmal so auf unserem Esstisch zusammengelegt. Und als nächstes habe ich dann auch sämtliche Zimmerpflanzen in der Wohnung gegossen, da ich da auch leider sehr selten dran denke und gerade bei so einer Aufräumaktion nutze ich dann gerne die Gelegenheit und gieße dann auch immer direkt alle Zimmerpflanzen. In der Zwischenzeit ist der Entkalker dann auch lange genug eingewirkt und dann habe ich erstmal angefangen, alles so ein bisschen abzuspülen und mit einem Putzlappen so ein bisschen abzuwischen. Und damit dann nicht direkt wieder neue Kalkflecken entstehen, habe ich das Ganze dann mit so einem Mikrofasertuch noch trocken gewischt. So, es ist jetzt gerade 15 Uhr und ich habe jetzt gerade erstmal was gegessen und wollte mich gerade fürs Fitnessstudio schon mal so ein bisschen vorbereiten und dann ist mir aufgefallen, dass ich noch gar nicht fertig war mit dem Putzen und deshalb mache ich da jetzt weiter. Und zwar muss ich noch das Badezimmer fertig machen. Also da ist immer noch dieser Entkalker so überall dran. Das heißt, ich wische das jetzt alles ab und trocken. Muss aber noch warten, bis Gino von der Arbeit kommt, weil er bringt nämlich neue Küchenrolle mit. Und gerade beim Waschbecken gehe ich immer gerne mit Küchenpapier zum Schluss rüber und mache damit alles trocken, weil das halt keine Spuren hinterlässt. Und ich persönlich fand das halt einfach am besten, um so gerade am Wasserhahn so nachzugehen. Deshalb muss ich eigentlich noch kurz warten, bis Gino kommt. Aber ich will, wenn Gino kommt, eigentlich auch relativ schnell ins Fitnessstudio. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das zeitlich alles so ein bisschen takte. Auf jeden Fall bin ich aber schon gut weit gekommen. Also hier im Wohnzimmer ist eigentlich soweit alles relativ ordentlich. Hier liegt noch ein Stapel sauberer Klamotten auf dem Tisch. Die müssen wir dann nachher noch wegräumen. Und ich fange jetzt aber schon mal mit der Badewanne an, die sauber zu machen, weil da brauche ich nicht unbedingt Küchenrolle für. Ich habe gerade Porridge gegessen und gerade nach Haferflocken habe ich immer so ein Food Baby. So, ich habe mir jetzt gerade schon mal meine Gym-Hose angezogen. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt eine andere Hose anhabe. Gino ist gerade auf dem Weg hierher von der Arbeit und ich werde jetzt noch schnell ein bisschen durchsaugen.
Als ich dann mit dem Saugen fertig war, kam dann auch schon direkt Gino nach Hause, sodass ich auch sofort das Waschbecken sauber putzen konnte. Und so habe ich da auch erstmal mit Wasser alles so ein bisschen abgespült. Und ich nehme da immer gerne so einen Schwamm, der eigentlich so für hartnäckige Pfannenreste ist, weil damit kriegt man immer gut den ganzen Schmutz ab. Und damit habe ich dann erstmal alles abgespült und sauber gerubbelt und bin dann, wie gesagt, mit Küchenrolle noch drüber gegangen, um das Ganze trocken zu wischen.